Mein Name ist Michel, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unser Wi-Fi-Videoskop vorstellen mit einer Sonde von 3,9 mm. Der Satz besteht zum einen aus einem Sender, der 3,9 mm Sonde, einem dreiteiligen Sondenaufsatz und einem teleskopierbaren Sondenhalter, einer ausführlichen Bedienungsanleitung und hier unten einem USB-Adapter, um die Sonde direkt mit einem PC zu verbinden. Die Übertragung läuft via Wi-Fi direkt auf das Endgerät, egal ob es ein Handy oder ein Tablet ist. Das Betriebssystem kann Android oder iOS sein. Und das Ganze möchte ich euch jetzt hier anhand des Motors mal zeigen. Wir haben hier einen Dieselmotor und klassische Problematik. Wir gehen über die Glühkerzenbohrung rein. So, man sieht jetzt eben schön, wie man in den Schacht reingehen und eben dann eine schöne Sichtweise auf den Kolbenboden haben. Durch Drehen des Kabels kann ich dann die Blickwinkel dementsprechend verändern. Durch Drücken auf den Touchscreen öffnet sich rechts im Display die Bedienleiste. Hier oben haben wir die Funktion einer Kamera, das heißt, wir können hier ein Foto machen, das machen wir auch gleich. Das Foto wird direkt ins Handy übertragen oder eben ins Tablet und ist über die Galerie abrufbar. Die zweite Funktion, der Button direkt drunter, wäre eine Kamera, wo man eine Videoaufzeichnung vornehmen kann. Der dritte Button ist ein Link direkt in die Galerie der Kamera und hier kann man dann die geschossenen Bilder aufrufen. Hier links oben gehe ich wieder zurück zur Ausgangsposition. Der letzte Button ist der Button der Einstellung. Hier kann ich zum einen den Menüschalter von rechts nach links legen und hier die Auflösung verändern. Das Ganze haben wir jetzt hier in HD-Qualität gemacht. Die Sonde ist spritzwassergeschützt und das Wi-Fi-Videoskop ist sehr einfach zu bedienen.